Hello, I am Yin, and I hate life. I am stupid OP, just look at my attack speed. Wow, for real, this is so sad. Please kill me. Wait, you can't. Ha ha ha. Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie behindert Abfuck Broken Paragon sein kann, wenn man drei bestimmte Helden mit dem neuen Support Phase kombiniert. Oder sollte man sie Face nennen? Ich glaube, ich bleibe bei Phase, so wie behinderte Phase. Murdoch, why are you even trying? Kid, go home, you are trash. Zu Yin brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Yin ist Endgame sowieso schon mit dem richtigen Deck fast unzerstörbar. Wenn man dann Yin entsprechend Early und Midgame noch hochzieht über Phasensupport, dann erreicht man das sicher und kann unterwegs noch ein bisschen Kills machen. Und unter uns der zusätzliche Attack Speed von Phases Ultimate ist schon fast wie ein Orb Prime für Yin. Sprechen wir als nächstes über Revenant, denn auch Revenant hat so seine Berechtigungen, warum man ihn mit Phase kombinieren sollte. Revenant hat ja beispielsweise keinen eigenen Disengage. Phase kann ihn zurückziehen, damit ist ein Disengage da. Revenants Attack Speed Boost sorgt dafür, dass man in kritischen Situationen schneller nachladen kann und dass man die Viereckraketen wiederbekommt. Revenant an sich ist ja schon ein ziemlich lächerlich starker Char, vor allem sehr früh im Spiel kann man mit dem ziemlich gut Kills machen. Wenn man dazu dann noch mit Phase entsprechend supportet, ist man eigentlich safe massig Overlevel. Und dann kommen ja noch die wunderbaren Zielsuchraketen zu, gegen die sich kaum ein Char verteidigen kann. Tatsächlich Yin mit ihrer komischen Wolkenwirbel-Aura da kann die temporär aufhalten. Aber hier die Gegnerphase, was will sie denn tun? Sie hat gelitten. Revenant hat also eine ziemlich solide Attack Distance, aber die kann man über Phase noch ein wenig optimieren. Zum Beispiel, indem Phase entsprechend den Gegner über ihren komischen Laserstrahler verlangsamt, damit man vorher die Schüsse besser treffen kann, damit er nicht abhauen kann, während Revenant seine Zielsuchraketen macht. Natürlich könnte man auch Revenant weiter vorpushen lassen, als vielleicht sonst gesund für ihn wäre, und ihn dann zurückziehen. Und mit einer ganzen Menge an soliden Schaden kommt man eigentlich klar. Revenant kann darüber hinaus seine Supportphase auch noch schützen, indem er Gegner, die sie attackieren, mit seinem Super isoliert. Vom Prinzip ziemlich einfach eigentlich. Ein bisschen Bullshit ist, dass dabei allerdings ein großer Vorteil von Phase verloren geht, nämlich die Heilverbindung zwischen Revenant und Phase, dass Revenant Phases Heilrate mit übernimmt. Was Revenant ja hilft, weil er defensiv nicht der stärkste Char ist. Das Problem ist, wenn man jemand anders, der mit einer Phase verbunden ist, ins Ultimate reinzieht, dann hat der diese Verbindung noch, der Revenant selbst aber nicht. What the fuck are we even doing here? Wait, what? Are you kidding me? Not again. Oh my god, we won, this was amazing. 10 out of 10 PvP experience. Wie sollte man Phase jetzt im Idealfall spielen, damit dieses Setup in Kombination mit Revenant und bei Extension Yin und Chimera am besten funktioniert? Die Antwort ist simpel, sehr viel Heilrat. Ihr seht es jetzt, ich bin bei 31. 31 ist schon eine ganze Menge, während ich angreife und Phase Abilities einsetze, weil das Einsetzen von Abilities bei Phase die Heilrate nochmal weiter streckt kurzzeitig, war ich sogar bei 91. Das ist Endlevel-Niveau von Chimera. Damit ist Revenant fucking tanky. Man kann sich bei Revenant demnach sehr viele defensive Dinge sparen und sich voll aufs Damage anrichten konzentrieren. Bei Phase wiederum konzentriert man sich primär auf defensive Eigenschaften. Wobei unter uns offensiv gesagt, verdorbene Magik kann da ganz gut funktionieren, seitdem die die Karte geändert haben. Vor allem in Kombination mit dem Laser, weil verdorbene Magik halt mehrfach Schaden anrichtet und die Leute meistens ziemlich viel Gesundheit haben. Dann sind die schon mal nochmal ein gutes Stück mehr angehittet, als wenn man nur den Laser ohne Schaden-Upgrade in irgendeiner Form benutzt. Während das natürlich nicht passieren sollte, eignet es sich aber auch relativ gut, mit dem Laser dann noch entsprechend Kills zu finishen. Ich meine, es kann ja schon mal vorkommen, dass irgendwo ein Gegner probiert abzuhauen und der tatsächlich es schafft, außerhalb der Reichweite der Zielsuchraketen von Revenant zu sein. Und dann ja, was macht man dann? Teilweise hilft der Laser, teilweise braucht man dann Kalari oder einen Murdoch, ansonsten ist der Gegner entkommen.
Wenn man nun den Laser mit ordentlich Damage spielt, kann das durchaus helfen. Ansonsten ist der eher dazu da, Gegner zu verlangsamen. So wie der Howitzer da gerade festgehalten wurde, damit man sie leichter killen kann. Ziemlich simpel. Erneut in diesem Video, ziemlich simpel. Es gibt aber auch noch ein paar andere Spielereien, die man mit Phase durchaus ausprobieren kann, wenn man da Bock drauf hat. Teamheilung ist auf jeden Fall was recht Sinnvolles, was man noch dabei haben kann. Ein Overshield kann auch nützlich sein. Aber ein Trick, der etwas schwieriger und anspruchsvoller ist, ist Phase mit dem Teleport noch dazu zu nehmen und dann damit zu zweit zu pushen. Phase pusht mit dem Teleport vor, zieht ihren Revenant oder was auch immer man dazu spielt hinterher. Und die Gegner werden hart belastet, so wie der Crunch hart belastet wurde, als er plötzlich auf der Stelle stand und nicht weiter pushen konnte. Sehr ärgerlich. Und ja, ich weiß, dass dieses Ultimate da ziemlich wasted war und dass ich im Ultimate den Kern nicht beschädigen kann. Ich dachte, der Steel pusht mich und ich wollte mich vor einem Push schützen. Aber er hatte dann keinen Bock zu pushen und hat erst jetzt gepusht, als es wieder zu Ende ist. Was ihm auch nichts gebracht hat, weil er kacke ist. Bleibt noch zu klären, wie kann man diese Combo kontern. Schwierig, überaus schwierig. Vor allem, wenn entsprechend die Phase dann noch mit Teamheilung und Overshields spielt. Da wird's echt drastisch, vor allem weil die Overshields ja auch gepatcht wurden, dass die jetzt richtig wie Gesundheit sind und ordentlich was aushalten. Man kann probieren, mit einer Countess einen von den beiden rauszupicken. Vermutlich den Damage-Typen, denn ansonsten wird man später vom Damage-Typen gekillt. Das wäre sehr ärgerlich. Aber wenn der Damage-Typ, so wie ich bei meinem Revenant, mit ein bisschen mehr Leben spielt, dann wird man auch da schon anfangen, vom Schaden her nicht mehr hinzukommen. Und das wäre sehr ärgerlich, wenn man dann bei der Aktion drauf geht. Noch dazu, wenn man das jetzt mal gegen Chimera betrachtet, was ihr hier gerade seht. Ein Chimera erhöht ja seine Heilrate durch Zuschlagen. Dazu kommt die Erhöhung der Heilrate durch Phase. Der hat so viel Heilrate, das ist vom Prinzip fast scheißegal, was man da macht. Der heilt sich gegen alles an. Das ist lächerlich. Aber es ist halt so. In diesem Sinne hoffe ich, hat euch das Video gefallen.